Wir sind Melanie und Uwe. Schon seit 1990 reisen wir immer mal wieder Teile von Europa. Dabei haben wir die verschiedensten Camping-Variationen ausprobiert. Nun geht es weiter in unserem selbst ausgebauten Van zusammen mit unserem Hund Cooper. Zum ersten Mal stöbern wir in einem typischen Loppis. Ich sagte zu Uwe, guck mal, das sieht nach richtiger Bauarbeiterbewegung aus, sagte Uwe, und wegen der großen Anstrengung kommt hinten direkt ein Kackhaufen raus. Unser nächster Übernachtungsplatz ist an einer Vogelbeobachtungsstation und eventuell kann man auch Elche sehen. Leider haben wir nur Vögel gesehen, keine Elche. Schon immer so um die 1 Grad. Da kann man schon sehen, da ist schon der Frost auf den Blättern. Hier sind gerade 2 Elche über die Straße gelaufen. Ja, wir wissen es, ihr könnt es nicht mehr sehen, aber wir hatten die Kamera nicht so schnell bereit. Bei dieser Sprungschanze in Örnskolsvik hat man das Gefühl, der Springer landet mitten in der Stadt. Wieso stehen denn die Blumen hier so auf der Straße? Relax, slow down. Ach so, langsam fahren. Alles klar. Entspannt, langsam fahren. Und das findet im Nationalpark Skuleskogen bei Örnskolsvik statt. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Die Nacht davor hatten wir ja nur 1 Grad, da war ja schon Frost auf den Blättern. Wir sind ganz früh aufgestanden, weil es nämlich heute zum Wandern geht. Genau. Und wir hatten ja gestern so einen tollen Abend am Lagerfeuer, das habt ihr ja schon gesehen. Das ist übrigens der Skuleskogen Nationalpark. Genau. Aber erstmal, kennt ihr schon, ne? Wie versprochen, wandern wir jetzt los. Genau, wir freuen uns richtig, weil wir jetzt schon so lange nicht mehr richtig wandern waren, immer nur so kurze Strecken. Ja. Das sollen so an die 12 Kilometer sein und auch ein bisschen anspruchsvoll mit Steigungen und Klettereien und mal gucken, wie es wird. Ihr dürft natürlich mit. Los! Oh, geht ihr durch die Furt?
wohl schon die ersten Klettereinheiten. Heute findet so ein 35 Kilometer Lauf statt. Gestern war wohl 25 Kilometer, hatte man schon gesagt. Und die kommen jetzt ständig hier in verschiedenen Etappen auf diesem Weg lang. Da muss man immer kurz an die Seite gehen. Ja, in einem Affenzahn geht es hier runter. Und wir straucheln hier schnaufend hoch, weil das ist nämlich ganz schön schön. Ja. Ja, immer wieder kommen weitere Läufer hier vorbei. Die haben echt ein Tempo drauf. Wir gehen auf den Trail, nur andersrum. Und nicht in dem Laufschritt. Und hier sind die tatsächlich im Laufschritt runter. Ich hätte mir alle Knochen gebrochen. Und alle Altersklassen. Und wir versuchen uns hier weiterhin hochzukämpfen. Wir dachten, hier wäre oben. Aber hier ist noch gar nicht oben. Cooper, geht's noch? Cooper, kannst du noch, Cooper? Es wird nicht besser. Toll, Cooper. Wow. Flotter als wir. Ja. Abenteuer. Da oben geht der Lauf hoch und dann wahrscheinlich durch diese Schlucht durch. Der Hammer hier. Thank you.
könnte ich doch fast noch mitmachen bei dem Trail hier, oder? Grotte und Schlucht gefunden. Da geht's ganz tief hinab. Und eine bunte Wand. Also hier werden wir auf jeden Fall nicht weitergehen, weil ich glaube, selbst ohne Hund könnte es schon schwierig werden. Da ist sie, die Grotte. Na, ihr zwei. Boah. Traumhaft hier, ne? Ja, und ein Gekraxel. Also zur Grotte ist nicht machbar. Also du kannst von oben so ein bisschen reingucken, aber ganz wenig nur. Und das, das war schon die Schlucht Felsen und das hier. Runterklettern und komm, das war schon geil genug ja, hier. Genau. Wir wollen uns bei unseren neuen Lagerfeuerfreundinnen bedanken. Ja, ganz liebe Grüße an Miriam und Katja. Ihr habt uns einen super Weg genannt. Super. Und dieser kleine Abstecher hier hat sich echt nochmal gelohnt. Traumhaft, oder? Das ist super. Wir sind so froh, dass wir den Weg gegangen sind. Danke nochmal. Übrigens, mit Engel und Gummistiefel ist sie bei Instagram vertreten, die Miriam. Und Katja ist übrigens auch bei Instagram unter dem Namen Cayenne's Kettle Dogs. Übrigens, hier immer mal wieder gelbe Blätter, die Vorboten des Herbstes. Der Weg hat immer ein bisschen Energie für uns parat. Könnt ihr euch noch an die Grabhügel erinnern, die wir besucht haben? Sieht fast genauso aus hier. Hier im Nationalpark ist richtig toll ausgeschildert. Hier kann man sich praktisch gar nicht verlaufen. Also wir müssen jetzt nach Neske Bodana. Das ist da lang. Da vorne ist irgendwo der Biberdamm. Melanie ist hingelaufen, hat es gefilmt. So, das ist wohl ein Biberdamm. Man sieht nicht allzu viel. Das ist ein abgekauter Stamm von einem Biber. Alle weg. Wir sind hier ganz alleine.
so, die 12 Kilometer oder 12,5 sind geschafft. Und wir sind auch geschafft. Und jetzt noch, kannst du noch reinspringen? Klar, los. Hopp, hopp. Morgen. Morgen. Ja, nach dem Gewaltmarsch gestern, ich denke, da haben wir uns aber ein ordentliches Frühstück heute verdient. Heute ist Sonntag. Sonntags frühstücken wir ja immer. So richtig, also mit so allem drum und dran. Ja, war nämlich richtig anstrengend gestern. Ja, also auch der Hund war fix und fertig natürlich. Ja. Aber wir haben schöne lange Pausen gemacht, das müssen wir auch sagen. Weil wir wollen ihn ja nicht überfordern. Ja. Ne? Und wir wollen auch nicht überfordert werden. Er hat uns auch nicht überfordert. Ja, dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken, falls ihr auch gerade am Frühstücken seid. Ja. Und wir frühstücken jetzt auch. Guten Appetit! Ausnahmsweise mal an der Bootstankstelle getankt. Aber recht günstig, nur 2,61 Euro der Liter. Wobei, aber wenn man dringend tanken muss und die Reserve schon mehr als Reserve war, ist das so. Heute mal ein paar Kilometer gemacht und sind jetzt schon in der Nähe von Stockholm, ich glaube kurz dahinter sogar schon. Ja, und zwar heißt der Ort Mariefried und das ist das Schloss Krebsheim, was ihr hinter uns seht. Ja, Schloss am See, so heißt es und das wurde 1537 erbaut. Und das gucken wir uns jetzt mal an, aber nur außenrum, weil es hat schon geschlossen. An diesem Übernachtungsplatz kam noch der nette Förster vorbei und er erklärte uns, dass wir keine Elche hören, sondern dass es sich um Rotwild handelt. Und er würde, wenn er rausfährt, die Schranke schließen. Und wenn wir morgen früh fahren, sollten wir bitte ebenfalls die Schranke danach schließen. Hallo! Hallo!
bisschen Strecke, denn wir sind unterwegs nach Wimmerby. Und wem sagt das was? Wo geht's hin? Richtig. Zur Pippi Langstrumpf. Aber vorher treffen wir uns noch mit jemandem. Ja, wir kriegen Besuch. Wir freuen wir uns schon drauf. Nee, wird noch nicht verraten. Später. Und wer zu Besuch kommt? Das erfahrt ihr im nächsten Video. Ja, wir freuen uns aber schon total. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wisst natürlich ihr, ne? Daumen nach oben. Ein Kommentar ist immer gut. Wir beantworten ihn auf jeden Fall. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann wäre auch ein Abo von Vorteil. Und wenn ihr die Glocke betätigt, dann... Dann klingelt's. Verpasst ihr kein Video von uns. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.